Inmitten des schönen Thüringer Landes liegt die alte Stadt Gotha. Eine Stadt, die in der Geschichte der Arbeiterbewegung eine große Rolle spielt. Hier ist die Geburtsstätte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Hier können die Alten den Jungen aus eigenen politischen Erlebnissen berichten. Der Genosse Otto Geithner von der KPD und die Sozialdemokratin Mathilde Möhring erzählen von dem berühmt gewordenen Einigungskongress im Mai 1875. Sie waren noch persönliche Freunde von August Bebel und Friedrich Engels. Sie waren Kampfgefährten von Wilhelm Liebknecht, den hervorragenden Vorkämpfern für die Einheit, welche die bedeutungsvolle Konferenz im Gothaer Tivoli in die Wege leiteten. Damals wie heute wurde der Gedanke der Einigung aus dem gemeinsamen Leid in Kerkern geboren. Viele der Männer und Frauen, die heute in Gotha die Vereinigung der SPD mit der KPD vorbereiten, haben, wie der alte Genosse Geithner, die politische Verfolgung erduldet. Sie alle und die Teilnehmer des Vereinigungsparteitages in Gotha haben erkannt, dass nur die Einheit stark macht. Einstimmig wurde nach den Vorträgen von Wilhelm Pieck und Otto Rothewohl die Einheit der beiden Parteien für Thüringen beschlossen. Gotha hat sich seiner historischen Überlieferung würdig gezeigt. Mitteldeutschland. Halle, die wieder aufblühende Industriestadt. Mächtig hat hier der Einheitsgedanke gezündet. Mit feierlichem Ernst, mit leidenschaftlicher Spannung verfolgen die Massen die Übertragung aus dem Saal, in welche ihre Delegierten über die Einigung beraten. Und unterdessen trifft mit der Nachricht der vollzogenen Vereinigung Stafette um Stafette ein. Aus Kreis Bitterfeld, Torgau, Wittenberg, aus Quedlinburg, Kreis Magdeburg, Stendal, Zeitz und Schweinitz, aus Kreis Sangerhausen und den anderen größeren und kleineren Städten. Der Massen wächst, bis endlich Genosse Walter Ulbricht die mit tosendem Jubel aufgenommene Botschaft verkünden kann: Die Einigung ist Wirklichkeit geworden. In allen Städten lebt und wächst der Einheitsgedanke. Überall sinnen verantwortungsbewusste Menschen auf seine Verwirklichung. Die Redakteure Glückauf und Paul Meyer sind seit Jahrzehnten in der Arbeiterpresse tätig und konnten soeben gemeinsam die 25. Nummer ihrer Zeitung Einheit zusammenstellen. Ganz Mecklenburg-Vorpommern entsendet Vertreter aus Stadt und Land zur Rosenvereinigung der Kräfte, die in diesem vorwiegend landwirtschaftlichen Gebiet sich der großen Verantwortung für die Ernährung unseres Volkes bewusst sind. Einhellig werden auch hier die Beschlüsse gefasst und inmitten der historischen Bauten gestaltet Schwerin mit an der Geschichte eines neuen demokratischen Deutschlands. Kaum einer zweiten deutschen Stadt hat der Krieg so tiefe Wunden geschlagen wie Dresden. Aber auch kaum eine zweite hat mit solch bewundernswertem Elan ihr neues Leben begonnen. Gemeinsames Leid, gemeinsame Arbeit und gemeinsames Hoffen haben diese Stadt nun auch zu dem gemeinsamen politischen Weg geführt. Am 6. April fand der letzte Landesparteitag der KPD Sachsens statt. Hermann Matern und Wilhelm Koenen bereiten den entscheidenden Schritt für die Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien in Sachsen vor.
ein Mann stimmen die Delegierten für die Einheit. Zur gleichen Stunde trafen sich im überfüllten großen Saal in Dresden-Tolkewitz die Delegierten der SPD zur entscheidenden Landeskonferenz. Nur die geeinte deutsche Arbeiterbewegung, sagte Max Fechner in seiner Richtung weisenden Rede, und nur sie allein bietet unserem Volke und der Welt die sichere Gewähr, dass in Deutschland die Mächte des Kapitals und des Militarismus nicht wieder zur politischen Herrschaft gelangen können. Frauen und Männer bekannten sich leidenschaftlich zum Gedanken der Einigkeit. Andern Tags wurde das große Ereignis Wirklichkeit. Zuerst spricht Max Fechner. Ihm folgt Otto Buchwitz, der alte Vorkämpfer des Vereinigungsgedankens. Er spricht zum letzten Mal für die Sozialdemokratie Sachsens. Der Kommunist Wilhelm Koenen wird an diesem Tage 60 Jahre alt. Und Hermann Matern, bis jetzt Sekretär der KPD Sachsen und nunmehr in der Berliner Organisation tätig, feiert heute seinen Abschied von Dresden. 1250 Delegierte vertreten hier nicht weniger als eine halbe Million Parteimitglieder. Mächtig zünden die Worte, lassen wir endlich das Wirklichkeit werden, was wir jahrelang getrennt gesungen haben. Brüder, in eins nun die Hände. Ganz Dresden steht im Bann des großen Ereignisses. Es bedarf kaum eines Anstoßes. Nur wenige eilig geklebte Plakate rufen zur Kundgebung für die Sozialistische Einheitspartei. Das Wetter ist schlecht. Dennoch sammeln sich allerorten die Werktätigen Dresdens. Noch liegt der Theaterplatz mit der halb zerstörten Hofkirche leer. Aber von überall her rücken die Kolonnen heran. Mehr und mehr füllt sich der riesige Platz. Und schließlich begeistern die Ansprachen vom Balkon des Opernhauses über 70.000 Menschen, denen es Herzenssache war, diesen geschichtlichen Augenblick mitzuerleben. Die Sammlung der Kräfte in Thüringen, Sachsen und Mecklenburg ließ die Reaktion nicht ruhen. Wo ihr Gelegenheit geboten wurde, suchte sie durch Lügen von Zwang- und Gewaltmethoden, das demokratische und sozialistische Werden zu behindern. Heftig prallten in Berlin die Gegensätze aufeinander. Aber in machtvollen Kundgebungen sammelten sich die Werktätigen Berlins. Schiffbauer Dammtheater, Deutsches Theater, Varieté, Palast und Staatsoper wurden zum Schauplatz eindrucksvoller Versammlungen. Nicht zuletzt waren es die um den Aufbau besonders verdienten Frauen, die das Gebot der Stunde erkannten. Elli Schmidt und Käthe Kern, beide in der Führung des Zentralen Frauenausschusses, sprachen zu den Mitgliedern ihrer Partei und zu tausenden parteiloser Frauen. Zu einer unvergesslichen Demonstration wider den Geist der Uneinigkeit gestaltete sich die Kundgebung im Straßenbahnhof Charlottenburg, wo Grotewohl und Pieck ebenso begeisternde wie zielklare Worte und fanden. Eine Frage noch, Genossinnen und Genossen. Gibt es einen einzigen Grund, der uns zwingen könnte, auseinander zu gehen und getrennt zu marschieren? Es gibt keinen Grund dafür. Wenn dann am 1. Mai die Berliner Arbeiterschaft unter den Fahnen der Sozialistischen Einheitspartei und der einheitlichen Gewerkschaften
in einer machtvollen Kundgebung aufmarschieren wird, dann werden hoffentlich auch die Zweifler an der großen Idee dieser Einheit sich bekehren und ihre Besorgnisse aufgeben und sich einreihen. Alle Werktätigen vernahmen in diesen Wochen den Ruf zur Einheit. Kurz darauf folgte der SPD-Bezirkstag im Schiffbauer Dammtheater. Max Fechner spricht. Ich begrüße in Ihnen, meine Genossen und Genossinnen, die Funktionäre, die nach dem Gesetz der freien demokratischen Wahl als die Vertrauensmänner der Mitgliedschaft zum Parteitag delegiert worden sind. Wir müssen in Deutschland die Demokratie als Staatsform fest verankern und gegen Aushöhlung und Angriff durch die Reaktion sichern. Auf dem Boden dieser lebendigen Demokratie müssen wir als verantwortliche und politische führende Macht die Sache des Sozialismus vorantreiben und vollenden. Otto Grotewohl spricht. Der heutige Parteitag ist darum, ich möchte sagen, ein Akt der inneren Reinigung und der inneren politischen Wiedergutmachung in unserer Partei. Herr Rose Buchwitz. Werte Genossinnen und Genossen von Berlin, ich freue mich und betrachte es als eine besondere Ehre, dass ich beauftragt bin, Ihnen die Grüße und die aufrichtigsten Wünsche der Einheitspartei aus dem Bundesland Sachsen, der Provinz Sachsen, Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg zu überbringen. Wir haben das Werk vollbracht. Wir haben die Einheit geschlossen. Und wir blicken nunmehr auf euch, Genossinnen und Genossen in Berlin. Genossinnen und Genossen, wir kommen nunmehr zu der Abstimmung dieses Bezirkstages. Ich bitte diejenigen stimmberechtigten Delegierten, die für diese Entschließung sind, ihre Stimmkarte hochzuheben. Und so kam es zu dem denkwürdigen Verschmelzungsbeschluss. Im Deutschen Theater tritt die KPD zu ihrer Berliner Bezirkskonferenz zusammen, die den Abschluss einer großen Epoche bildet. Hermann Matern. Wilhelm Pieck bei seiner Eröffnungsansprache. Der Genosse Waldemar Schmidt. Alle Delegierten stimmten für die Verschmelzung der KPD mit der SPD. Von dem gleichzeitig abgehaltenen SPD-Parteitag kommt Max Fechner als Gast. Er bringt die mit Jubel aufgenommene Botschaft, dass auch die Sozialdemokratische Konferenz die Verschmelzung der beiden Arbeiterparteien beschlossen habe. Damit ist die entscheidende Voraussetzung für einen hoffnungsvollen Beginn der deutschen Arbeiterbewegung erreicht. Der Gründungsparteitag der Sozialistischen Einheitspartei damit im Berliner Großvarieté ein Palast. Ein Schlussstrich gezogen unter den Streit, der über die Vereinigung in euren Reihen ausgefochten wurde. Wir gehen ineinander auf und schließen uns zu einer Einheit zusammen, die Höheres und Besseres schaffen soll. Wir haben eine Entschließung aufgearbeitet. Eugen Ernst, der Veteran der Sozialdemokratie, leitet die Abstimmung. Die Hand zu erheben.
Ich stelle fest, die Einheit in Berlin ist ein... So fand sich Stadt und Land, so fand sich Jung und Alt. Aus den Trümmern des Krieges entsteht in gemeinsamer Arbeit unsere neue Welt. Ein mächtiger Pflug hat Deutschlands Acker umbrochen. Möge die Saat der Einheit gedeihen und uns tausendfältige Frucht bringen.